Hallo, hast du auch immer ein ungutes Gefühl, wenn du in der Schule einen Vortrag halten sollst? Dann schau dir doch dieses Video an. Hier bekommst du viele Tipps, wie du einen guten Vortrag aufbaust. Zuallererst solltest du dein Thema richtig gut recherchieren, damit du weißt, worum es geht. Fasse also den Kern deines Themas in einem Satz zusammen. Mache das für dich. Zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg. Fasse einfach alles zusammen, was wichtig ist. Der Erste Weltkrieg wurde von 1914 bis 1918 in Europa, im Nahen Osten und in Afrika, Ostasien und auf den Ozeanen geführt. Das ist der Kern des Aufsatzes. Das sollen alle lernen. Zweitens, teile dann deinen Vortrag auf. Am besten in drei Teile. Beginne mit der Einleitung. Erzähle deinen Zuhörern, um was es in deinem Vortrag gehen wird. Dann kommt der Hauptteil. Hier erzählst du etwas über die wichtigsten Bereiche des Vortrages, zum Beispiel über den Auslöser des Krieges, die Teilnehmer, den Verlauf oder das Ende des Krieges. Am Schluss kannst du noch etwas zu den Folgen des Krieges erzählen und auch deine eigene Meinung unterbringen. Drittens, beziehe deine Zuhörer ein, stelle Fragen. Du weißt selber, dass es manchmal ganz schön langweilig ist, einen Vortrag zuzuhören. Was kannst du machen? Du kannst deinen Zuhörern Fragen stellen, zum Beispiel, in welchem Land gibt es momentan Krieg? Viertens, mache etwas Besonderes. Damit sich deine Zuhörer nicht langweilen, kannst du deinen Vortrag ein bisschen aufpeppen. Du kannst zum Beispiel eine kurze Geschichte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges vorlesen oder Fotos aus der Zeit zeigen. Fünftens, fasse am Ende deinen Vortrag noch einmal zusammen. Jetzt kannst du deinen Satz vom Anfang benutzen, denn das ist die Kernaussage, die bei deinen Zuhörern sitzen und hängen bleiben soll. Bedanke dich dann bei der Klasse und beende den Vortrag. Dieses Video wurde dir präsentiert von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem nächsten Vortrag in der Schule.